Guten Tag und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Diesmal geht's mit Mario weiter. Und wir sind nur klein. Also steigert das nochmal so ein bisschen die Spannung in diesem Level. Vor allem, weil ich glaube, dass der ziemlich schwierig war. Ah, gut. Was? Ich wollte gerade sagen, wenn wir direkt zu Anfang ein Power-Up reingeschoben bekommen, dann war's das mit dem Schwierigsein. Aber wenn wir hier auch noch direkt eine Eisblume bekommen, dann war's das erst recht mit dem Schwierigsein. Das geht. Ja, gut. Und das hat man ziemlich leicht gesehen. Allerdings finde ich es nice, dass da so eine, ja, so eine Erhöhung noch war. Dass man springen muss. Boah, was ist hier denn los, ne? Die Starcoin ist extrem. Aber naja, lassen wir uns davon nicht unterkriegen. Nehmen wir uns hier einfach nochmal die Eisblume mit. Haut ab. Ich will die Starcoin nochmal machen. Und probieren wir es einfach nochmal. Weil ich glaube, es wäre es sinnvoller, von dieser Seite hier zu kommen. Ja, ja, war auf jeden Fall. Oder es hat sich zumindest so angefühlt, als wäre das einfacher gewesen. Dafür gibt es sogar einen Applaus. Cool. Jetzt brauchen wir einen Koopa-Panzer. Ja, gut, aber haben wir easy. Haben wir ganz locker. Mal eben einen lockeren Wurf aus dem Handgelenk. Und das One-Up holen wir uns auch noch ab, obwohl ich jetzt eigentlich gedacht habe, dass dann eine Ranke wird nicht wirklich Sinn machen. Wie sollte man da hochkommen? Das ist schon ein schwieriges One-Up gewesen. Deswegen. Also ich verstehe immer nicht so ganz, warum so One-Ups schwieriger sind. Oder schwierig sind. Besser gesagt. Schwieriger können sie gerne sein, aber so schwierig, dass man dann Gefahr läuft, die zwei Starcoins, die doch sehr knackig waren, dann herzuschenken. Aber naja. Ist vielleicht auch der Kniff von dem Level. Knackig und der Kniff. Geile Worte auf jeden Fall. So, hau ab. Lasst mich jetzt, ich bin durch. Sehr origineller Spruch an der Stelle auch schon wieder. Oh Mann, ey. Und wo ist die dritte Starcoin? Schon dran vorbeigelaufen oder was? Ja, anscheinend. Ich mache wieder dumme Scheiße. Ich hätte auf der Plattform springen müssen und kann Wandsprung machen. Aber Mario kann auch oft bei... Ja gut, wir haben die Halbzeitflagge, also von daher
Mario kann auch bei vielen Stellen stehen, wo ich mir so denke, was? Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass er da runterrutscht. Ah ja, gut. Ist wahrscheinlich auch eher noch so dieses Donkey Kong-Denken, was ich da habe. Das ist davon... Und was mache ich eigentlich hier, ne? Och, Mann! Dass es davon kommt, dass ich denke, dass man schnell rutscht. Schnell irgendwo runterrutscht. Aber es ist halt Mario Bros., ne? Da muss ich ein bisschen umdenken. So, zack. Aber wenigstens kriege ich jedes Mal die Eisblume. Ist die Starcoin vielleicht da unten? Nee, ne? Nee. Wobei die Stelle schon sehr komisch ist. Ist vielleicht hier was bei den Röhren? Hm. Ernsthaft? Nein, ey, komm schon. Oh, was? Okay. Dachte gerade, okay, easy. Obwohl, ja, okay, easy. Dafür bin ich zweimal gestorben. Schon wieder auf die peinlichste Art und Weise. Das muss man sich erstmal überlegen. Egal, gehen wir ins Ziel. ja. Also, was man mit dem Sprungknopf auch spinnt, finde ich irgendwie immer noch ganz ziemlich uncool. Aber bin ich selber schuld, wenn ich den Quatsch nicht rausnehme. Wobei irgendwo für... Ja, doch. Für die Eichel war es gut, stimmt. Ich wusste noch, irgendwofür war das gut. Für die Eichel ist es ziemlich nice, weil man ja eigentlich auf R spinnt und auf R ist halt auch dieses Hochboosten. Aber sonst kann ich es echt vergessen. Hier, den hier kann man dann machen. Sonst, wenn man es ausgestellt hat, auf dem Sprungknopf spinnen, dann würde man halt sich direkt so hochboosten. Ich denke, es ist klar, was ich meine. Und hier ganz entspannt bleiben. Auch nicht diesen Boost benutzen, weil sonst würden wir gegen die Decke knallen. Sondern einfach chillen. Und ist die Starcoin auch gar nicht so schwierig. Und ist da oben eine Ranke? Ja, dachte ich mir schon. Let's go. War keine Starcoin oder was? Ah, doch. Alles klar. Ja, dann hauen wir ab. Wir haben genau 100 Münzen. Auch nice. Und jetzt so ein Wiggler-Run oder was? Ja,
Ich glaube nämlich, man braucht das hier noch. Nicht? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, man braucht den P-Switch noch für die dritte Starcoin. Vielleicht habe ich die auch da eben beim P-Switch verpasst. Ganz oben. Könnte ich mir noch vorstellen, dass sie da war. Aber nein, hier ist er. Ja, komm, und wir brauchen jetzt noch nicht auf den lahmen Sack warten. Doch, müssen wir. Aber was soll's. Wir haben alle drei Starcoins. Und das Ziel erreicht. Boah, schaffen wir die Welt heute noch? Doch, doch, stimmt. Das ist ja der untere Level. Alles klar. Ja dann, geht's ab in Iggys heiße Sohlenfestung. Let's go. Ich habe auch irgendwie immer so gemerkt, mein Kommentier-Style ist eigentlich ganz okay. Oder ganz nice sogar. So vom Sprechflow her mittlerweile. Aber so die Anmoderation und die Abmoderation gefallen mir nicht so wirklich. Vor allem, weil ich halt am Ende oft auch immer so einen kleinen Hänger habe. Wo ich mal so denke, ja, war das jetzt nötig? Musste das jetzt noch sein zum Abschluss von dem Part? Und es ist die erste Starcoin. Alles klar. Aber naja. Ich denke, die meisten werden sowieso kurz vorm Ende dann abschalten. Ich meine, was soll man sich irgendeine Abmoderation reinziehen, wenn man den eigentlichen Content schon gesehen hat? Und einfach die grüne Röhre hier in der Mitte nehmen, oder was? Alles klar. Starcoin? Starcoin! Wunderbar. Moment. Jawohl! Es gibt sogar einen Applaus. Den wollte ich haben. So, und ich bin ja nicht ohne Grund bei der Eichel geblieben. Ich finde die einfach in der Festung geiler. Also ein bisschen, keine Ahnung, es bringt einfach ein bisschen Schwung hier rein und braucht man nicht so oft warten. Auf irgendwelche Lavawellen, ja gut. Konnte ich natürlich jetzt nicht wissen, dass hier die Lavawellen rumrollen. Hätte ich zwar wissen können. Wie ihr mittlerweile wisst, habe ich das Spiel schon mal gespielt, aber da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Sondern dachte so, ja. Die Eichel ist einfach immer besser oder halt nicer, wenn man einen gewissen Flow drin haben möchte. Und da könnt ihr euch sicher sein, den möchte ich drin haben. Ah, yo, der Bosskampf ist nice. Vor allem, weil er halt etwas schwieriger auch ist. Aber ich denke, wenn man weiß, was er macht... Ach, so ein Dreck. Wenn man weiß, was er macht oder wie er halt auf gewisse Bewegungen reagiert... Oh, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Das war auch sehr gemein. Oh, zack, da haben wir direkt einen
zweiten zweiten Treffer gelandet, nicht zweiten Gegentreffer. Aber ich denke, zum dritten Mal lassen wir ihn dann auch angreifen, weil seine Moves halt schon echt ganz krass sind. Boah, und dem sind wir echt gut ausgewichen, aber es juckt ihn erstmal nicht. Das juckt ihn erstmal nicht, alles klar. Und hätte es hier den komischen Seitwärtssprung gegeben, dann hätte ich ihn auch einen echt stylischen Treffer verpassen können. Und du Drecks. Zack. Kommst du einfach nochmal raus. Ja gut. Das war doch nice. Ja, okay. Wird's halt heute mal ein etwas kürzerer Part. Und da nochmal die Bestätigung. Wir haben alle Sternmünzen aus dem Limonadendschungel geholt. Und speichern wollen wir auch auf jeden Fall. Aber ich kann ja schon mal die sechste Welt anteasern. Die Kandisminen. Auf die freue ich mich auch schon richtig. Na dann. Sehen wir uns das nächste Mal wieder bei den Fuzzy Felsen. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Bis demnächst und ciao.